Ich möchte Ihnen was erzählen zum Thema die hüftgelenksnahe Fraktur. Bei den älteren Menschen mit Osteoporose und auch anderen Begleiterkrankungen ist eines der Hauptprobleme die Mobilität und der Sturz, der die Mobilität oft plötzlich beendet. Wir hier in der Asklepios-Klinik in Lindau haben sehr viel mit Patienten zu tun, die aufgrund eines Sturzes sich eine hüftgelenksnahe Fraktur zugezogen haben. Solche Frakturen, also Knochenbrüche, in der Nähe der Hüfte, also hier im Bereich des Beckenknochens und am Oberschenkel, solche Frakturen immobilisieren den Patienten schlagartig und auf Dauer, wenn man sie nicht entsprechend behandelt. Wir sehen hier am Oberschenkel den Schenkelhals und hier den Übergang zum Schaft. Wenn der Schenkelhals gebrochen ist, sprechen wir von einer Schenkelhalsfraktur. Und die muss man unterscheiden von der hüftgelenksnahen Fraktur, der trochanteren Fraktur am Oberschenkel. Das unterscheidet sich auch in der Behandlung. Wenn wir so eine Fraktur am Oberschenkel haben mit dem Übergang zum Oberschenkelschaft, dann müssen wir die sofort innerhalb von wenigen Stunden wieder stabilisieren, um dem Patienten auf die Beine zu helfen. Er kann danach wieder mobilisiert werden, er kann danach in Reha gehen und wieder seinem gewohnten Leben nachgehen, in den allermeisten Fällen. Wenn wir eine Schenkelhalsfraktur vorliegen haben, so behandeln wir die komplett anders, denn das bedeutet, das Hüftgelenk ist betroffen und das Hüftgelenk muss ersetzt werden. Und da kommt uns unsere Expertise als Endoprothetikzentrum hier in Lindau wieder sehr zu Pass. Wir versorgen den Patienten innerhalb von 24 Stunden mit einer neuen Hüfte, mit einem künstlichen Hüftgelenk. Es wird also eine Pfanne am Beckenknochen eingesetzt und ein Schaft mit entsprechender Versorgung eines Keramikkopfs am Oberschenkel. Und dieses neue Hüftgelenk wird innerhalb von 24 Stunden auf minimalinvasivem Weg hier in Lindau bei allen Patienten, ob sie jetzt mit einer Schenkelhalsfraktur kommen oder eben mit einer Arthrose so eingesetzt, so dass bei den Patienten minimalinvasiv wenig Muskulatur oder gar keine Muskulatur geschädigt wird und der Patient innerhalb von 24 Stunden auch wieder mobilisierbar ist, so dass letztlich die Mobilität auch des älteren Menschen besser erhalten werden kann.